Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Dann dreht sie ab. Geht perfekt ab und dann der Nachschuss und das 1:0. 9 Sekunden vor Drittelsende. Dion Nelson kriegt die Scheibe perfekt auf den Stock nach dem Abschluss von Gary Nunn und hat dann nur noch das leere Tor vor sich. Vierter Playoff-Treffer für Dion Nelson. Hier der Abschluss von Nunn. Er nur den Pfosten trifft dann aber zur perfekten Vorlage für Dion Nelson wird. Präsenz vor dem Goal. Ich muss sagen, da haben die Verteidiger von Oldtau einen gewissen Vorteil, also rein von den Physis her. Also bis jetzt ist es nicht so, dass sie da mega Mühe hätten, um die Spieler wegzukriegen. Und da fällt der Ausgleich für den HC La Chotte vor. Die Oldner, welche die Scheibe nicht kontrolliert bekommen in der eigenen Zone. Und dann ist es Jason Dubois. Das, wenn man sagt, gell? Welcher hier in der 31. Spielminute zum Ausgleich trifft. Gut nachgesetzt und dann einfach irgendwie auf die Scheibe gehauen und Simon Ritz damit das erste Mal am heutigen Abend bezwungen und die Partie wieder ausgeglichen. Nelson. Und die Scheibe kommt aufs Tor und die wird noch vielleicht noch abgelenkt. 2:1 für den ERC Olten. Powerplay Tor Nummer 10. In der diesjährigen Playoff-Kampagne. Ja, Schuss vom Eigenmann von der blauen Linie und meiner Meinung nach auch abgelenkt. Schauen uns das Ganze noch einmal in der Verlangsamung an. Eigenmann von der blauen Linie und dann. Ja, wir haben jetzt fast von hinten gesehen, ob es ein Schlittschuh ist oder ein Stock. Vom eigenen, vom Gegner. Ja, wahrscheinlich eher ein Schlittschuh oder auf einem langen Weg. Antonetti kriegt die Scheibe nicht raus. Unterbrinker deinen Weg. In Albon und dann Horanski mit der Entscheidung. 3:1 für den ERC Olten ins leere Tor. 2 Minuten 25 vor dem Ende. Ist es der 28-jährige Slowake mit Schweizer Lizenz. Welcher mit seinem ersten Playoff-Tor hier zumindest die Vorentscheidung 2,5 Minuten vor dem Ende bewerkstelligen kann.